Willkommen zurück zu Assassin's Creed. Die See ist frei. Und jetzt kommt die Schlacht von... Giuseppe Cake? Ne. Ne, nicht Cake. Giuseppe Peak? Peak. Chesapeake. Die Blockade durchbrechen, um in die Bucht zu gelangen und gleichzeitig den Schiffen der Loyalisten ausweichen. Segeln zur Chesapeake, okay. Was? Hä? What? Was war denn das? Gute Nacht. 5. September. Lafayette versprach mir eine Flotte ohne Gleichen und einen furchtlosen Captain. Stattdessen begrüßt mich ein alter Kahn und ein verkleidetes Bürschchen. Ich verspreche, mehr brauchen wir nicht, Admiral. Das bezweifle ich, doch Bettler haben keine Wahl. Hm? Und die Schiffe, die ich brauche? Sie gehören euch, falls wir das überleben werden. Also, was soll ich tun? Haltet die Bucht, während ich die Flotte angreife. Sollten sich britische Schiffe nähern, zerstört sie. Sie dürfen nicht nach Yorktown. Sind einige Schiffe hier unterwegs. Ah, da sind wir. Schön. Schöner Einstand. Allmächtiger Gott! Die Hölle ist ausgebrochen. Was schätzt du mit ihm? Zu viel. Wenn jemand sie aufhalten kann, dann wir. Ich hoffe nur, der Admiral kommt schnell zurück. Oh, sind das wieder. Ist da drin eingetroffen? Blöd, dass das Schiff da hinten ist. Ah, shit, die gingen alle daneben. Ich kann... Oh, nee. Geh weg! Treffen wir endlich. Sehr gut. Gut, der letzte Schuss hat getroffen. Thank you.
Schiffsboote können auch schlimm werden. Meine Mutter! Hab ich gerade verstanden. Der lebt ja noch. Das hat den schwer zugesetzt. Wir haben nur noch die Saint Esprit. Wind raus. Oh, das ist schon eine Schwachstelle. Geschenkt. Gegeneinander fahren. Oh, die haben sich nicht gespottet. Cool. Wir sind aufgelaufen auf eine Mine. Die wird kommen. Wir müssen die Bucht so lange halten. Das ist verrückt. Du bist allein und wir sind ohne Verstärkung. Da kriegen wir schon hin. Wir können zaubern.
Ich habe ihn nur gekickt. Menge Schiffe. Warum haben die keine Flaggen eigentlich? Die müssten Flaggen haben. Früher hat man immer Flaggen drum gemacht, damit man sehen kann, welche das sind. Es heißt, ihr hättet das Kriegsschiff alleine versenkt, imposant. Vielleicht hat Lafayette nicht übertrieben, als er eure Fähigkeiten beschrieb. Wie versprochen gehören meine Schiffe euch. Wie können wir helfen? 5 von ihnen müssen in den Hafen New Yorks, unter britischer Flagge. Wartet, wartet. Ich dachte, ihr wolltet ein paar Piraten versenken oder Fracht transportieren. Stattdessen bittet ihr uns was? New York zu zerstören? Nein. Natürlich nicht. Ah. Nur ein Teil davon. Erklärt mir das. Ich muss ins Fort George eindringen, doch es wird gut beschützt. Euer Beschuss wird die Mauern sprengen und die Wachen zerstreuen. Und ein Schiff unter französischer Flagge käme nicht nahe genug heran. Dann ist der Plan klar? Keineswegs. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen. Auch einem Irren gegenüber. Ich entfache ein Signalfeuer, wenn die Zeit für den Angriff gekommen ist. Ihr habt ihn gehört. Stellt ihre Flaggen, damit wir sie hissen können. Beeilung! Wie lange haben wir eigentlich noch? Das ist ja schon Sequenz 11, das beendet ist. Du. Mal kurz die Musik an. Hallo Connor, grüß dich. Ist alles vorbereitet? Ja, Lafayette wartet schon in den Tunneln unter der Stadt. Der Metzger. In den Tunneln unter der Stadt. Jetzt geht's. Ja, wo ist denn der Eingang zum unteren Tunnel? Ach, das sind ja, stimmt, das sind ja die Schnellreisetunnel hier. Jetzt gibt's neue Siedlermissionen. Oh. Oh Gott, das wäre auch erst 63% von dem. Beziehungsweise da kommt noch eine. Krass, okay. Neue Siedlermissionen sind da. Okay, gucken wir doch mal nach. Wir wollen die natürlich auch machen, das ist ganz, ganz wichtig. Und das tun wir auch.